So Leute, das ist jetzt die Hose dazu. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, heute ein spannendes Thema. Die besten Baggy Pants unter 100 Sneakies. Wie ihr es im Titel ja auch schon lesen konntet. Aktuell geht die Skate-Schiene immer weiter. Also angefangen von den Nike SBs, die immer wieder mehr und mehr gehypt werden, geht das Ganze jetzt auch schon in die Richtung Hosen. Sehen wir überall auf der Straße. Sehr viele Menschen tragen Baggy Pants. Wir sehen es aber auch auf Social Media. Und auch ich selbst bin ein großer, großer Fan von Baggy Pants geworden im letzten halben Jahr. Und so eine Qualität, mit der richtigen Passform, dann sind die mindestens so bequem wie Yeezys oder Ultra Boosts. Allerdings ist es nicht immer ganz einfach, diese Hosen zu finden und auch richtig zu kombinieren. Ich werde euch heute einige Hosen zeigen, die ich mir schon vor einigen Jahren geholt habe, aber auch welche von Jaded London, einer Marke, die aktuell schon mittlerweile sehr gehypt ist, die wirklich einen nicen Schnitt haben. Da sind auch zwei neue Hosen angekommen, die werden wir unboxen. What the fuck? Einfach ein LKW am Hupen. Die werden wir unboxen. Und dann gibt es noch ein Mini-LPU. Ich habe noch bei Represent bestellt und war auch bei einem Skate-Shop. Konnte nicht widerstehen und habe mir da zwei Sachen geholt. Das ist der Ablauf des heutigen Videos. Bevor wir aber loslegen, liebe Leute, nicht vergessen, in einem Monat ist es soweit, der offizielle Drop meiner Kollektion Liberty and Justice. In dieser Kollektion haben wir auch zum ersten Mal Skate-Decks mit dabei. Das heißt, einfach mal vorbeischauen auf memvienna.com. Seht ihr die aktuelle Kollektion. Schön, dass das Internet mal wieder so unfassbar schnell ist. Hier haben wir unsere Skate-Decks, einfach mal durchschauen. Freunde, ich will gar nicht mehr länger quatschen. Ich würde sagen, wir starten direkt los mit den günstigsten Hosen. Ich habe auch jetzt gerade eine Hose an, die nicht ganz so baggy ist, sondern mehr diesen Straight-Fit hat. Aber man kennt mich, noch nicht wegrutschen, man kennt mich, ich designe Hosen immer wieder gerne mal um. Auch diese Hose habe ich vor 2 Jahren umdesignt, ziehe ich aktuell sehr, sehr gerne an. Hat wie gesagt diesen Straight-Fit unten dann noch ein Loch reingemacht. Die habe ich einfach für 30 Euro von H&M geholt und dann selbst nochmal designt. Hier oben dann der Videolink, könnt ihr abchecken, wie ich das gemacht habe. Ein Tutorial. So, dann habe ich noch diese Hose. Die habe ich bei Weekday gekauft. Die habe ich auch selbst umgestaltet. Auch hier nochmal ein Videolink. Die hat nur 50 Euro gekostet. Wichtig war für mich vor allem, hier unten die Naht aufzutrennen und dann hier nochmal einen Riss hineinzumachen, damit das besser am Schuh steckt. Das könnt ihr alles selbst machen. Einfach, wie gesagt, beim Video abchecken. Da zeige ich euch die genaue Anleitung. Da könnt ihr aus einer günstigen Jeans sehr leicht euer individuelles Modell machen. So, jetzt gehen wir aber zu den baggieren Pants, also die richtig weiten Hosen schon. Da habe ich schon vor 2 Jahren welche gekauft. Die gehen so in diesen digitalen Tech-Vibe hinein. Sind aber keine normalen Hosen. Keine Modehosen, sondern tatsächliche Tech-Hosen, mit denen Einsätze gemacht werden. Merkt man daran, dass man hier so einen Klett hat, um Schienbeinschoner hineinzugeben. Ich habe mit all den Hosen, die ich euch gezeigt habe, schon Fotos, damit man sehen kann, wie kann man das am besten kombinieren, aufgenommen. Einfach auf Instagram abchecken, da seht ihr bei jedem einzelnen Piece, wie ich diese Dinge kombiniere, wie ich die Farbtöne aufgreife und wie die dann im Endeffekt dann auch am Körper fitten. Auch wirklich zwei sehr nice Hosen in so einem Beige-Ton und in so einem Grauton. Falls ihr fragt, wo ich die her habe, ich habe die damals auf irgendeiner asiatischen Seite um einen günstigen Preis von irgendeinem Tech-Versandhaus bestellt. Wie gesagt, 2 Jahre her, deswegen kann ich euch den Link dann nicht mehr geben. Wo ich euch aber den Link geben kann, ist Jaded London. Das war eine fürchterliche Katastrophe, diese Hosen zu bestellen. Übrigens, die Hosen, die waren bei ungefähr 20, 30 Euro, also wirklich nicht viel. Jetzt kommen wir eigentlich schon zu den teuersten Hosen in diesem Video, die Jaded London Hosen. Hier haben wir zum einen diese Hose hier. Die Hosen zu bekommen, ist mein absoluter Krampf. Also wer das irgendwie im Stream oder in den Vlogs verfolgt hat, ich mache ja auch 5 Vlogs die Woche, in der Infobox verlinkt, der weiß, dass das mit diesem Versand einfach absolut schwierig war, für mich zumindest. Die Hosen habe ich jetzt im Endeffekt ergattert. Ich habe mit der Hose ebenfalls schon ein Bild hochgeladen. Wie gesagt, einfach auf Max O bei mir auf Instagram abchecken. Ich finde die sehr, sehr nice, weil die vom Stoff her sich richtig hochwertig und fein anfühlt. Was den Fit betrifft, ich mag den Baggy Fit. Ich finde aber, dass sie das Ganze beim Hintern noch ein bisschen verbessern könnten. Ja, don't know. Es liegt vielleicht auch deswegen, dass ich hier W32 habe, bei einer Körpergröße von 1,81 und 81 Kilo. Ja, ich werde immer schlanker, liebe Leute. Aber da hätte ich safe beim Bund noch eine 33 vertragen. Es sind irgendwie strange Größen. Aber die Hose ist wirklich sehr, sehr nice zum Fit. Wie gesagt, einfach abchecken auf Instagram. Ich habe mir aber noch 2 Jaded London Hosen bestellt. Vom Fit her ist die vermutlich genau gleich. Ich habe die noch nicht ausgepackt. Ich werde die jetzt mal mit euch gemeinsam auspacken. Soll in diesem Jeans-Muster quasi so cloud-mäßig dieses Design sein. So sieht die Hose aus.
Ja, also wir sehen hier die ganzen Wolken hier angedeutet. Finde ich eigentlich nicht so schlecht. Vom Fit her, wie gesagt, komplett das Gleiche. Muss man natürlich dann auch passend kombinieren. Mit so Blau-Weiß-Tönen kann ich mir das gut vorstellen. Aber im Endeffekt ist es eine Jeans, die überall gut dazu passt. Ich frage mich nur gerade, ob das eine Farbe oder eine Waschung ist. Ich denke aber, dass das eine Farbe ist. Für die Hosen habe ich, glaube ich, pro Hose bezahlt um die 80, 90 Euro. So um den Dreh. Stoff ist in Ordnung. Das ist dieses Modell, das ich mir noch bestellt habe. Muss ich mir ansehen, wie ich das dann am besten kombiniere. Und ich habe mir noch eine allerletzte Hose von Jaded London bestellt. Das ist diese hier in einem Paisley-Muster, in schwarz gehalten. Auf die bin ich sehr gespannt. Es ist, ja, es ist ebenfalls eine Jeans. Da merkt man gleich am Stoff, das ist so eine schwarze mit diesem normalen Jeansstoff von den vorigen Hosen auch schon. Ich sehe hier gerade, wir haben zwei so Zip-Sorten. Jaded London, irgendwie ganz cool. Die packen hier als Etikett immer so eine Art Visitenkarte drauf. Finde ich eigentlich ganz nice. Wir haben hier unten aber dann nochmal so einen komischen Gurt. Den werde ich wahrscheinlich rausnehmen, der stört mich irgendwie an der Hose. Dann sind hier nochmal so zwei Tipps, um die Breite der Hose zu verstellen. Das heißt, wie die Hose auf dem Schuh stackt. Ich werde die jetzt einfach mal anprobieren, damit wir sehen, wie die Hose aussieht und gleich irgendein paar Schuhe dazu anziehen. Wird jetzt da nicht so gut dazu passen, aber es geht jetzt rein mal um die Passform der Hose. So Leute, das ist jetzt die Hose dazu. So fittet die. Das Shirt passt absolut nicht dazu. Das ist mir natürlich bewusst. Aber der Fit wirklich nicht so schlecht. Wie gesagt, da unten ist nochmal so ein Zip. Da unten ist jetzt nochmal so ein... Das Drecksmikrofon, Alter. Geh mal weg. Ja, ein sehr lautes Piece natürlich. Aber so vom Fit her finde ich es vollkommen in Ordnung. Ja, Shirt passt natürlich nicht dazu. Also wie wir an der Hose gleich mal erkennen, man braucht dazu eher Basic Pieces. Ein weißes Shirt noch dazu hätte dann vielleicht eher gepasst. Eben eine Hinguckerhose, um die man das Outfit rundherum aufbaut, würde ich sagen. Ansonsten finde ich die ganz cool. Ich verstehe halt nicht, warum die jetzt schon wieder fast zu locker sitzt am Bund und die andere aber zu eng. Also was Jaded London da mit dem Bund macht, das verstehe ich noch nicht ganz. Das waren die Hosen. Wie gesagt, alle um die 80, 90 Euro, kann ich empfehlen, finde ich nice, sind einfach Hinguckerhosen, wo man sich denkt, wow, wo hast du die Hose her? Man bekommt die aber auch noch günstiger bei Bershka aktuell, die haben sehr günstige Baggy Pants, also wer nicht großartig aus London bestellen möchte, kann auch in den nächsten Bershka gehen und sich da Hosen ansehen, sollen ganz gute dabei sein, ich habe es mir persönlich aber noch nicht angesehen. Machen wir gleich weiter mit den zwei Dingen, die ich mir aus dem Skateshop geholt habe, oder machen wir direkt weiter mit dem Representing. Ich habe mir passend zu diesem Shirt noch einen Zip-Hoodie von Represent geholt, weil ich den einfach absolut nice fand und ich aktuell viel zu wenig Zip-Hoodies habe. Das ist dieser hier. Ich habe mit dem gesamten Outfit auch schon ein Foto gemacht. Einfach, wie gesagt, auf Instagram abchecken. Den finde ich extrem nice. Du hast bei dem Zip-Hoodie, also der Stoff ist natürlich wieder Bombe, die Grammatur passt. Du hast die Möglichkeit, nicht nur hier hoch zu zippen, sondern du kannst dann auch nochmal von unten so nach oben zippen. Das ist natürlich sehr, sehr nice, was Represent da wieder gemacht hat. Das war's zu Represent. Ich habe aber vor kurzem wieder ein Shirt bestellt. Also der Represent-Film hört aktuell bei mir nicht auf. Extrem nice Marke einfach. Ich habe mir noch was geholt aus dem Skate-Shop. Zum einen dieses Shirt von Diamond Supply mit diesem Aufdruck. So ein Band-Shirt von Slayer. Fand ich persönlich sehr, sehr nice irgendwie. Finde ich cool. Hat nicht sonderlich viel gekostet. Ich glaube 30 Euro oder so. So ein lockeres Shirt. Aktuell bestelle ich ja sehr viele Skate-Shirts. So chillige einfach. Und diesen schwarzen, schlichten Hoodie von Welcome, den ich sehr, sehr cool finde. Hier vorne mit dem Welcome-Print. Hier ein paar Smileys. Und hinten hat er dann noch einen fetten Backprint, der fast schon diese satanistischen Vibes hat. Finde ich persönlich sehr, sehr nice. Kann ich mir auch gut vorstellen zu der Hose, die wir vorher unboxed haben. Die letzte mit dem Paisley. Dazu diesen Hoodie und dann vielleicht noch die Louis Vuitton Trainer, wäre auch ein passendes Outfit. Das waren meine latest Pickups, Leute, plus die Empfehlung der einzelnen Hosen. Ich habe alles auch nochmal in der Infobox verlinkt, schaut auf alle Fälle vorbei und auf Instagram nicht vergessen, da könnt ihr euch ansehen, wie ich diese Dinge anziehe, also auf alle Fälle vorbeischauen. Wenn das Video hilfreich war für euch, Leute, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, schreibt mir in die Kommentare, welches Piece von heute euch am besten gefällt. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann am Sonntag mit einer weiteren Ausgabe von Offenheit oder Off-White, also bleibt da auf alle Fälle gespannt. Das war's von diesem Video, das war's von mir, euer Maximilian. Mindestens so bequem wie Snippies. Nice, Digga.